Hallo und willkommen zurück zu We Were Here Too mit dem Sunny. Ich sag das immer so komisch, gell? Ja. Ja, servus. Aber sonst falle ich da irgendwie drüber über diesen Titel des Spiels. Ja, wir sind voneinander getrennt, der Sunny und ich. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, sonst würden wir uns eh nur die Köpfe aneinander knallen. Stimmt. Aber, so schwer es mir auch fällt, ich werde jetzt probieren, den Kerl zu retten. Der Sunny, der ist ja irgendwie... Also bei dir ist ja keine Tür aufgegangen jetzt das letzte Mal, gell? Bei mir ist alles noch beim Alten. Ich habe keine Knöpfe, ich habe nur noch Bücher. Ich habe dasselbe wie hier vorher auch, nur dass ich halt leuchtendes Hexagramm auf dem Boden habe. Okay, also hier ist ein Buch. Ich würde sagen, das ist ein Teil der Story, die man hier entdecken kann. Wer das lesen will, darf bitte jetzt kurz Pause machen und es in Ruhe lesen. Ich mache jetzt weiter. Den Hebel hier, den habe ich betätigt, das hat dem Sunny aber gar nichts genutzt. Und deswegen gehe ich jetzt mal hier in dem Treppenhäuschen hoch und gucke mal, was ich oben finde, ja? Mach mal. Ja, ich mache ja schon. Hallo? 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 Hi. Fisch. Hier komme ich nicht durch. Blöd. Hier sind Speere, die mir den Weg... Was denn? Ich habe eine Tür, die offen gegangen ist. Ich habe nichts gemacht. Und eine Tür, die wieder zugegangen ist. Oh, oh. Warte mal, geht die jetzt wieder... Geht die jetzt wieder auf? Nö. Dann verstehe ich's nicht. Ja, auch nicht. Jetzt habe ich ganz viele Würfel. Hä? Also... Oh! Junge, bei mir geht die Treppe weg. Die Treppe geht weg und es tut sich Lava auf. Mach schnell was. Ich kann die Treppe nicht mehr runter. Ich habe hier ganz viele Würfel, die ich nehmen könnte und auf so ein Altar setzen könnte. Hast du irgendwas, was auf Würfel hinauslaufen könnte? Ich habe gar nichts. Ich bin in einem Treppenhaus, das sich gerade auflöst. Unter mir tut sich Lava auf. Du hast keine Zeit. Mach irgendwas. Und hier oben komme ich nicht durch, weil hier Sperre mir den Weg blockieren. Du hast aber auch Ich kann dir gar nicht helfen. Ich kann dir gar nicht helfen. Du hast aber auch keine Symbole irgendwo? Ach doch, doch, doch. Hier oben am Kreuz. Pass auf. Hier sind Symbole. Ein Dreieck nach links. Nochmal ein Dreieck nach links. Ein Fünfeck. Ein Viereck. Noch ein Fünfeck und ein Kreis. Warte mal. In so einer Art aufgeklappten Würfel? Ja, genau, wie so ein Hüpfspiel da, wie es die Kinder auf dem Schulhof malen. Gut, das ist gut, weil ich habe Würfel und die muss ich jetzt reinnehmen. Ich habe gerade einfach einen auf diesen Altar gelegt und habe einen ganz bösen Sound gekriegt. Das war keine gute Idee. Gut, wir haben noch 10 Sekunden, dann bin ich tot. Wie viel? 10 höchstens noch. Na, 20. Was hast du für... Sag nochmal eben die Würfel. Also, von oben nach unten, die vier am Stück hängenden. Dreieck, Dreieck, Fünfeck, Viereck. Gib Gas, Junge. Mach was. Nee, das ist es nicht. Dreieck, Dreieck, Fünfeck. Oder war das anders? Ja. Dreieck, Dreieck, Fünfeck, Viereck. Nee. Dreieck, Dreieck, Fünfeck. Ist es... Mehr ist es nicht unter eine Rose. Dreieck, Dreieck... Rose, Fünfeck. Ich bin gleich tot. Dreieck. Das auch nicht. Ja. Dreieck, Fünfeck, Viereck. Ich glaube, ich hab. Ja, jetzt geht die letzte Stufe unter mir weg. Ne, jetzt ist sie komplett weg. Das war der falsche. Und ich falle in die Lava. Game over, huch. Wie? Hallo? Retry vom Checkpoint? Würde ich auch sagen. Hallo, wie hart ist das denn? Ja, ganz ohne was nicht. Ich glaube, als du in dieses Treppenhaus reingerannt bist, ist bei mir eine Tür aufgegangen. Ja, in dem Moment, wo ich oben bei dem Kreuz angekommen bin, war das. Also das sieht aus wie ein Kreuz, dieser aufgeklappte Würfel, ja? Ja, genau. Muss ja. Wenn du den nämlich zusammenklappst, ist es ein Würfel. Genau, eben. So, und ich habe ja diesen Schalter umgelegt. Ich lasse das jetzt mal. Ich mache das jetzt mal nicht, ja? Und geh einfach mal durch bis zum Kreuz hoch. Und ich gehe einfach mal durch und gucke, was passiert. Und du achte mal bitte direkt auf die Tür. Ich bin oben. Ah, jetzt ist eine andere Tür aufgegangen. Oder ich hatte die falsche im Kopf. Und die Treppe geht auch kaputt, unabhängig von diesem Schalter. Gut. Also, was hast du auf diesem Würfelding stehen? Boah, das muss jetzt echt schnell gehen. Ja?
Also jetzt ist es natürlich eine andere Kombination. Ja. Dreieck nach unten gerichtet mit der Spitze. Wo hast du die Rose? Die Rose ist unten, ganz unten. Ja. Ja. Was ist da drüber? Da drüber ist ein Fünfeck mit der fünften Ecke nach oben gerichtet. Ja. 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 Da drüber? Ist ein Fünfeck mit der Spitze nach unten. Ja. Da drüber? Ein Dreieck mit der Spitze nach unten. Ja. Ne, mit der Spitze nach unten? Nach unten. Und was ist auf der gegenüberliegenden Seite? Gegenüberliegend rechts und links davon, meinst du? Links ist ein Quadrat. Ja. Und rechts ist ein Dreieck mit der Spitze nach links. Könnte das sein, ich bin mir nicht sicher. War das falsche, scheiße. Ja, schade. Haben wir noch einen Versuch, hä? Von der Zeit her haben wir noch einen. Okay. Also Rose ganz unten, da drüber ein Fünfeck. Ein Fünfeck mit der fünften Ecke nach oben. Ja. Dann das gleiche, nur gespiegelt, um 180 Grad gedreht. Das ist der nicht. Nein, da fehlt auch ein Fünfeck. Da ist ein Fünfeck, da ist ein Fünfeck. Dann Dreieck nach unten, hast du gesagt, ja, ne? Das muss jetzt schnell gehen, jetzt muss es schnell gehen. Gut, und dann daneben ist ein Quadrat und dann ein Dreieck. Ja, das könnte sein. Letzte Chance, dann... Ja, 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 Speere sind weg, ja. Super, okay. Dass jetzt auch noch so Zeitspiele reinkommen. Hier, so, nächstes aufgeklapptes Quadrat. Jetzt ist bei mir eine Tür aufgegangen. Warte mal kurz. Ja, nächstes aufgeklapptes Quadrat. Von unten, ja. Ich fange von unten an. Dreieck mit Spitze nach unten. Ja. Rose. Ja. Dreieck mit Spitze nach rechts. Stopp. Dreieck, ja... Nein. Ja. Nee, ja, warte mal. Nee, das ist das auch nicht. Junge. Das auch nicht. Ach, du hast Zeit, alles gut. Ja, ich kann nichts machen, ich muss ja auch... Ja, ja, ist ja. Ist da ein Quadrat in der Reihe? Nein, das Quadrat ist links. Mann, ich würde so gern wissen, wie das bei dir gerade aussieht. Echt Chaos. Wie viele Dreiecke hast du in der Reihe? In der Reihe sind zwei Dreiecke. Gut, da kann es nur der sein. Nee. Fuck! War nicht der. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Fuck. Die Stufen ziehen sich einzeln zurück und hin und wieder auch mal fünf auf einmal, ne, damit es schneller geht. Ja, das war weil ich den... Weil du einen Fehler gemacht hast. Geht's weiter nach oben. Oh ja, ja. Du hast es hingekriegt. Das heißt, sogar Fehler werden hier nochmal extra bestraft. Ja, da ist eine Tür aufgegangen. So, das ist das Letzte. Dann bin ich oben. Dann kommt die Plattform. Gut. Ich fange unten oder oben an? Was magst du wissen? Wo ist die Rose? Oben. Gut. Was hast du in dieser Reihe von der Rose? Wie viele Dreiecke, wie viele Fünfecke? Dreiecke 0, okay. Fünfecke 2, ja. Und ein Viereck. Ja, warte. Brauchst du eine Reihenfolge? Noch nicht. Ich muss erstmal rausfinden, welcher denn. Viereck, Fünfeck, Dreieck, Rose, nein. Dreieck, 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 nein. Dreieck, Dreieck, da ist auch ein Dreieck mit drin. Also da ist kein Dreieck mit drin. Nicht in der senkrechten Reihe, nein. Es wird jetzt eng. Könnte der sein, ich bin mir nicht sicher. Ja, der war's. Jo, ist offen. Ich bin safe, Tür ist offen. Das war auch mehr als Glück, ey. Das war wirklich mehr als Glück. Errungenschaft Schritt für Schritt freigeschaltet. Ja, ich habe eine andere Errungenschaft. So. Wir haben einen neuen Checkpoint erreicht. Jetzt haben wir Zeit, kurz mal durchzuatmen. Ich muss sagen, das war irgendwie Adrenalin, oder? Das war mal kurz, hui, ja. So, hier ist jetzt wieder ein Schalter. Soll ich den betätigen? Ja, mach mal ruhig. Wir haben ja einen Checkpoint, was soll's. Okay. Also, was sehe ich jetzt? Einen großen Raum.
Ich habe jede Menge Platz, wo ich mich bewegen kann. Ich muss erstmal ein Treppenhaus nach oben laufen. Einen Moment. Mach das. Ich habe hier ein Steuerrad wie von einem Schiff. Ich hab jetzt einen großen Raum und eine Tür offen. Soll ich da mal reingehen? Mach das, ja. Du Scheiße. Die Wand bewegt sich. Hilf mir, was siehst du an der Wand? Ritterrüstung? Bewegt sie sich immer noch? Ja. Andersrum jetzt? Nee, jetzt andersrum. Okay, ich weiß warum. Okay. Warte mal, bewegt sie sich jetzt wieder? Noch nicht. Jetzt ja. Okay, ich weiß warum. Ich habe hier ein Steuerrad, wie auf dem Schiff, mit dem kann ich das bedienen. Wenn ich das Steuerrad nicht betätige, dann bewegt sich die Wand in die vermutlich falsche Richtung. Okay. Hast du Wappen und Ritterrüstungen? Ich habe auf jeden Fall einen ganzen Haufen so Weapon Racks, wo verschiedene Waffen drauf sind, ja. Hast du auch eine Ritterrüstung irgendwo? Das Problem ist, ich kann jetzt von dem Steuerrad nicht weg, weil sich sonst bei dir die Wand bewegt. Ja, lass ruhig los. Wenn kritisch wird, sage ich Bescheid, wenn du wieder dahin musst. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es wieder aufziehen kann. Ich gucke nur gerade, ob ich irgendwo schon mal sowas wie eine Ritterrüstung sehe. Ich renne einfach mal los. Ritterrüstung. Ich sehe ein Schild. Kannst du diese Sachen aufnehmen und irgendwo hinsortieren? Ich kann was in die Hand nehmen, ja. Und dann irgendwo ablegen unter einem Wappen oder so? Warte mal, ich ziehe erstmal die Wand wieder auf, ja? Hättest du noch Zeit gehabt, wäre alles nicht so tragisch gewesen. Also ich habe ein Schwert nehmen können. Okay. Kannst du das an irgendeine Ritterrüstung, an so eine Statue, unter einem Wappen in der Hand drücken? Nein, bis jetzt nicht. Aber das liegt daran, dass ich das noch nicht gefunden habe, das Ding. Das war's. Wie, das war's? Ja, nee, das was. Nicht war's. Was? Diese Ritterrüstung, von der du redest, okay. Die habe ich noch nicht gefunden. Ja. Weil ich habe... Warte, ich sehe was. Ja. Weil ich habe quasi ein Wappen. Ja, ich sehe es. So, und in der Nische darunter ist eine Ritterrüstung. Ja, habe ich jetzt auch. Okay. Und zwar aber nicht nur einmal, sondern gleich 4 Stück. Ich auch. 4 Wappen mit 4 Ritterrüstungen. Exakt. Und jedes Wappen zeigt ein anderes Tier. Genau. Und unter darunter sind unterschiedliche Waffen. Da muss ich gleich mal genau hingucken. Also gut, wir müssen jetzt die Waffen den Rittern unter den Wappen mit den entsprechenden Tieren richtig zuordnen. Ja, genau. So, dann gehe ich mir das jetzt einmal angucken und du sagst, wenn es eng wird mit der Wand, ja? Ja. Ich sehe da jetzt aber nicht, also ich sehe bei mir nicht, was ich wem geben muss. Ich sehe nur die Tiere. Und die Ritterrüstung darunter. Und eine Ritterrüstung, aber die sind alle identisch. Ist nicht so tragisch, die sind bei mir auch identisch, nur haben die unterschiedliche Waffen in der Hand. Nee, bei mir ja. Ach ja, dann musst du mir sagen, welche ich welchem zuordnen muss, weil... Genau. Ich habe hier die Waffen rumstehen. Genau. Und ich muss sie dann richtig zuordnen, okay. Gut. Ich habe ein Schwert in der Hand, welcher kriegt das? Hast du mehr als ein Schwert zur Auswahl? Oh ja, mehrere. Ich habe ein Langschwert, würde ich sagen. Beihändig. Das wird ein Beihänder sein, ja. Dann weg damit, brauchen wir nicht. Okay, also. Ich hätte hier eine Doppelaxt im Angebot. Ja, eine oder mehrere? Eine mit 2 Schneiden und eine mit einer Schneide. Dann die mit 2 Schneiden, bitte. Ja. Die kommt an den Löwen mit Krone auf dem Kopf, so wie der Berliner Dings. Löwen mit Krone auf Kopf? Und er kriegt das in die rechte Hand. Nee, wenn du... In seine rechte. Ne, in seine linke. Ja, okay. Hast du? Ja. Gut. Nächste. Soll ich Wand nochmal ziehen, oder? Wand nochmal, bitte, ja. So. Das nächste, was ich machen würde, wäre das nächste einfache, wäre ein Schild rund. Ja.
mit oben, unten, links und rechts ein Doppel und in der Mitte, also so ein rundes Ding. Und in der Mitte ein großer, runder Kreis. Ja, kriegt wer? Der kriegt das mit, dann ist so ein Flügelvieh da drüber quasi. So ein Storch mit Krone. Der hat ein Bein hochhebt. Flügel ausgestreckt, ein Bein hoch, ich hab Storch geguckt, mit weißem Kopf und Krone. Ich richtige Schild gerade hab. In welcher Hand? Links. Seine linke? Ja. Jo, war richtig. Okay. Weil ich krieg da einen Sound. Ja, der kam bei mir auch. Und jetzt? Jetzt wird das ein bisschen komplizierter. Ach so, jetzt erst? Jetzt erst, ja, ja. Hast du einen Streitkolben? So einen, der so quasi sechseckig ist gefühlt? Muss ich suchen gehen? Also einen sechseckigen Streitkolben mit vier Doppeln auf dem Dings. Ja, hab ich. Dich ein Stinktier gefühlt mit einem Buch in der Hand. In seine linke Hand. Stinktier mit Buch. Kann ja nur noch der hier sein. So auch. Ja, ja. In seine linke? Ja. Auch das war richtig. Gut. So, und jetzt wieder Wand zurück, weil das muss ich mir angucken. Was ein Spiel, ey. Das macht mich echt fertig. Ja, dieses Rätselraten unter Zeitdruck, das ist fies, ey. So, das nächste Wappen ist ein Hirsch, der erschossen worden ist. Mit Pfeilen. Ja, das ist das letzte, okay? Gut. Der kriegt ein Schild in seine rechte Hand. Ja, jetzt haben wir nur noch drei Schilde zur Auswahl. Dieses Schild hat oben eine Einbuchtung, eine U-Einbuchtung, links und rechts. Läuft unten spitz zu und hat in der Mitte einen Kreis. Dann weiß ich, welches es ist. Gut. Und in seiner linken... Stopp! Was denn? Und in seiner linken Hand hat er ein einhändiges Schwert. Ach du Scheiße. Also erstmal mache ich den Schild gerade, ja? Gut. Das hat er in der rechten Schild, ja? Ja. Und jetzt ziehe ich die Wand nochmal hoch. Ein einhändiges Schwert. Ja. Ein Langschwert, ein Kurzschwert, ein Dolch, ein Säbel. Dieses einhändige Schwert ist im Endeffekt wirklich ein Schwert. Spitz zu, also wirklich gerade. So ein ganz klassisches Ritterschwert. Und an der rechten Seite, wenn du davor stehst, auf der rechten Seite zwei Kerben. Okay. So Ausbuchtungen in dem Stahl. Ich hoffe, ich habe das nicht vorhin schon mal durch die Gegend geworfen. Oh, hey, Waffen habe ich viele zur Auswahl. Sind... Oh je. Sag bitte frühzeitig, wenn es mit deiner Wand eng wird, ne? Mach ich. Das sind Pfeile, hier ist kein Schwert. Ein gerades Schwert? Ja. Ein lang. Mehr vom Typ Langschwert? Nein. So langsam darfst du drüber nachdenken, die Wand zurückzuziehen. Ja, machen wir. Ich bin mir nicht sicher, welches das ist. Schwert ist jetzt fies hier. Also im Endeffekt ist das wirklich ein einhändiges Schwert. Ist nicht ganz kurz, das Ding. Also wirklich nicht ganz kurz, aber auch nicht lang. Ja, hat das eine Taille, die Schneide? Also du meinst, es ist unten schmaler, als es oben ist? In der Mitte halt. Ja, es ist minimal schmaler unten, als es oben ist. Es hat aber auf der, wenn du davor stehst, rechten Seite so zwei Auskerbungen fast ganz unten am Griff. An der Schneide. Dann ist es das hier, okay. Also nicht Einkerbung, sondern Auskerbung nach außen. Ja, genau. Das? War es nicht, ne? Bis jetzt ist nichts passiert. Dann war es das nicht. Könntest du die Wand nochmal? Ja, dann habe ich jetzt das falsche Schwert. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Genau. Wir haben ja keine Zeit. Nee, mich nervt nur diese dumme Wand ganz erheblich.
Ja, du bist ja nicht der, der zerquetscht wird. Nee, aber der, der deswegen Stress hat die ganze Zeit. So, das war das falsche Schwert. Diese Auskerbungen sind fast ganz unten, Matze. Ja, das ist es dann nicht. Ich probier jetzt das hier. Ach nein. Das war's nicht. Nee. Ich muss jetzt erstmal, ich habe ja schon zu viele Waffen liegen. Komm grad durcheinander. Könntest du die Wand vorher zurückziehen? Weil das wird knapp. Hat noch gereicht, ja? Oha, ich muss, ganz schön, Platz. Ich muss ganz schön lange kurbeln hier. So, pass auf. Ne, warte, ich muss noch eins probieren. Ich habe eins noch nicht angelegt bekommen eben. Okay. Jetzt sind die wieder weg. Die werden jetzt wieder zurückgesetzt. Wenn die eine Zeit lang liegen, werden die wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückgesetzt. Nehmen wir das hier. Das wollte ich testen. Auch nicht. Na, bis jetzt ist nichts passiert. Welches ist es denn dann? Ich würde es dir nochmal erklären wollen, wenn du die Wand mal einfach festhältst so lang. Aber so Wand langsam dürftest du an die Wand denken. Schon wieder? Ja. So 1,50 Meter, 2 war Platz. Das Blöde ist, wir müssen es jetzt noch hinkriegen in der Folge, egal wie lange es dauert. Wir können jetzt nicht aufhören. Nee, ich weiß. Beschreib nochmal. Also, einhändiges Schwert. Genau, das ist mit. Das hat er in einer Hand im Griff. Also der Griff ist wirklich nicht lang. Ja. Dann? Ich laufe trotzdem los und guck schon, ja? Sag wegen der Wand Bescheid dann. Dann hast du quasi eine komplett längliche Schwertscheide, sodass du das Schwert recht länglich hast. Wo auf der rechten Seite, wenn du davor stehst, auf der rechten Seite, also wenn du das Schwert in der Hand hast, linke Seite, so zwei so Auskerbungen sind. Ich hab's, Sunny. Brauchst nicht weiterreden, glaube ich, ich hab's jetzt. Ich zieh die Wand nochmal und dann wird's. Ja, ich hab's. Jetzt bin ich mir sicher. Okay. Ach, was ein Stress, ey. Den falschen Schild vielleicht, kann das sein? Könnte auch noch sein. In die linke Hand kommt das Ding, ja? In seine linke. Das Schwert kommt in die linke Hand. So, ich hole nochmal einen anderen Schild. Bin mir nicht sicher, also, ob ich den richtigen Schild habe. Also ein Schild, was oben eine Ausbuchtung in U-Form hat, links und rechts auch eine Ausbuchtung in der U-Form hat. Und nach unten spitz zuläuft. Und in der Mitte so einen Kreis hat. Dieser Kreis ist sehr, sehr ähnlich wie der, den du im irgendeinem anderen Schild schon hast. Ja, es war der falsche Schild. Das Schwert war das richtige. Okay. Ja, weil deine Beschreibung hat leider auf zwei Schilde ganz gut gepasst. Ah, okay. Jetzt? Ist jetzt irgendwas passiert? Nein. Ich leg mal einen Schalter um einfach, ja? Wenn ich jetzt mach noch mal. Ich fahr aber erst nochmal die Wand hoch. Wo war der denn? Der war hier. Kann ich gar nicht, der ist inaktiv. Dann ist irgendwas noch nicht richtig. Okay, also ich ziehe nochmal die Wand hoch und wir gehen es nochmal alles durch gleich. Ja? Ja. So, wir fangen an bei diesem Tier mit den drei Pfeilen in der Brust. Hat in seiner rechten Hand einen Schild mit drei Ausbuchtungen. Nee, Matze, vergiss das. Das Einzige, was noch nicht korrekt ist, ist das, was wir als letztes gemacht haben. Schild und Schwert. Das ist doch das, wo ich gerade stehe. Ah, okay. Ja? Warte mal, ich ziehe nochmal Wand. Ja, das ist bei mir als allererstes. Also wenn du die Wand loslässt, bin ich quasi in spätestens 5 Sekunden davon weg. Ja, das ist ja gut. Okay, also. Das hat jetzt in der rechten Hand einen Schild, der nach unten spitz zuläuft. Ja.
Schild hat 3 Ausbuchtungen. Oben ist es gerade. Die sehen U-förmig aus. Eine oben, eine links, eine rechts. Ja, und also im Mittel ein Kreis. Ja, so ein bisschen eckigeren Kreis. Der wirkt nicht ganz rund. Ja. Und in der rechten Hand ein Kurzschwert, in der linken Hand, ja? Ja. Das hat eine gerade Schneide. Matze, Wand. Ja. Schnell. Ja, schnell ist nicht. Du musst es früh genug sagen. Boah. Also, das hätte keine Sekunde länger dauern dürfen. Ja, dann will ich dir nicht sagen, dass ich mich gerade verklickt hatte vorher. Puh. Oha, das kurbelt, ja. Jetzt ist Wand wieder da. Also, linker, lass mich dieses Einhandschwert nochmal erklären. Ganz entspannt, lass die Wand erstmal da, wo sie ist. Naja, ich will erst nochmal gucken, welche Schwerter ich hier noch habe. Ich habe ja noch eins zur Option. Okay, dann mach das mal. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Dann ist vielleicht ein anderes Schild? Nee, beim Schild bin ich mir 1000% sicher. Dann ein anderes Schwert, nimm's. Ja, ich muss nur die Wand nochmal hochziehen. Ja, das ist eine gute Idee. Bevor ich da wieder hingehe. Das ist doch der helle Wahnsinn, ey. Weil ich habe 2 Schilder, die sehen ähnlich aus. Oder ich wechsle jetzt noch einmal den Schild. Warte mal kurz. Lass die Wand, halt die Wand mal fest. Geht halt grad, die Wand geht mal fest. Warte mal. Jetzt sehe ich das Schild schon nicht mehr. Um das sehen zu können, musst du die Wand tatsächlich mal kurz festhalten. Ja, okay. Das macht mich wahnsinnig, das Spiel. Bist du doch schon. Danke. Bitte. Also, das Schild, du bist dir recht sicher, ein rechteckiger Kreis in der Mitte, der im Inneren nochmal einen eckigen Kreis hat, nochmal einen eckigeren und dann einen runden hat. So sieht das Schild aus. Ja, das kann auch das andere sein. Die sind so schwer auseinanderzuhalten. Was, wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Das kann ich dir nicht sagen. Ich müsste hinlaufen und gucken. Dann geht aber die Wand dann wieder runter. Dann mach jetzt und sag mir den Unterschied. Also das eine hat noch so 5 Nieten in den Ecken sitzen. Nee, das ist es nicht. Keine Nieten drauf. Nein, keine Nieten drauf. Dann habe ich den richtigen Schild. Gut, dann haben wir nur das falsche Schwert. Wand bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so treffsicher das Richtige. Ist das denn richtig, dass die anderen, die haben alle ausgelöst, ne? Die anderen haben alle rot leuchtende Augen, nur das nicht. Okay, dann müssen wir uns wirklich nicht drum kümmern. Eben. Also. Kurzes Schwert. Ich würde sagen, der hat das in der Hand und das geht bis knapp über den Kopf von der Länge. Ja, ein bisschen länger über den Kopf. Ja, also, so ein paar Zentimeter drüber. Nee, so eine halbe Kopflänge auf jeden Fall drüber. Ist das so breit wie die Hand ungefähr, die Schneide, bevor sie sich verjüngt nach unten? Ja. Und es hat 2 Kerben auf der... Schwarze Wand. Es hat 2 Kerben. Die obere geht nicht so tief rein in die Schneide und die andere geht fast bis zur Hälfte. Nee, nicht rein. Raus. Falsches Schwert. Okay, alles klar. Das macht mich wahnsinnig. Nicht in das Schwert rein, sondern aus dem Schwert raus quasi. Ja, okay, gut. Dann habe ich immer noch das falsche Schwert. Das nicht. Das nicht. Die sind aber beide auf der linken Seite, ja? Wenn das in der Hand hat, auf der linken Seite, genau. Wenn du davor stehst, auf der rechten. Mann, das macht mich wahnsinnig. Wie gesagt, Auskerbung, nicht Einkerbung. Ja, ne? Ja, da waren wir vorhin schon mal. Aber da ich sowas nicht gefunden habe. Und es ist auch quasi ein recht gerades Schwert. Also es ist nicht wirklich extrem gebogen oder so. Es ist recht gerade, also ist minimal geschwungen, dadurch, dass es halt ein bisschen schmaler in der Mitte ist als ganz oben. Also kurz vorm Ende, aber sonst ist es recht schmal. Ich probiere jetzt einfach alle aus. Ich kann es mir nicht vorstellen, was es sein soll. Wand. Ja, ich bin da. Gut. Falsch. Wand. Ja, bleib doch mal locker. Ja, bleib doch mal locker, wenn du dich wieder verklickst. Aber das ist kein Schwert, das ist ein Messer, was ich gerade in der Hand habe. Und das ist ja auch nicht das, was wir suchen. Also, Schwert tatsächlich
wenn das in der Hand hat, quasi Kopflänge nochmal drüber. So nach dem Motto. Also so lang ist es. Ich probiere es jetzt einfach durch, Sani. Ich komme einfach mit deinen Beschreibungen da jetzt nicht hin. Denkst du nur mal, Ivan? Jetzt? Ja, ich bin unterwegs. Alter, verdammt, manchmal ist das aber auch knapp, ey. Ja, hallo? So, Matze. Lass uns das ganze Spiel, du hältst die Wand jetzt mal 5 Minuten fest, so nach dem Motto. Kannst mich mal. Ich hab's ja verstanden, aber ich sehe nichts, was drauf passt, Sani. Das ist doch mein Problem. Ich muss einfach jetzt mal durchprobieren. Okay. Ich sehe. Hast du auf der gegenüberliegenden Seite oder so vielleicht nochmal Schwerter stehen, dass du die nicht gesehen hast? Ich hab ganz viele Schwerter hier. Das ist ja mein Problem. Das ist es nicht. Wand? Ja, kommt. Ich kann nämlich genau immer nur ein Schwert von der Zeit her anbringen. Ich hatte bestimmt schon mal das richtige Schwert dran, während ich den falschen Schild dran hatte. Das könnte sein. Ich bleib jetzt einfach am Arsch der Welt stehen und lausche dir. Und sag dir nur frühzeitig Bescheid Zeit mit Wand. Das ist dein Job. Keine Auskerbung? Probiere ich das hier einfach, das ist ja... Wand. Das ist aber zu lang. Nee, zu lang ist wahrscheinlich nicht. Das ist wirklich recht lang. Das geht so noch eine Kopflänge überm Kopf drüber weg. Ja, ich muss nochmal anprobieren, damit ich hier jetzt noch irgendwie eine Ahnung habe, wie lang dieses Ding jetzt wirkt. Nee, das ist viel zu lang. Das macht mich echt wahnsinnig. Also ich hätte das echt gerne viel schneller gelöst gehabt. Ich auch. Kein Schwert, kein jetzt schon Schwert. Die Kommentare, wir sind einfach zu doof. Naja, nicht. Das geht an meine Adresse, das kann ich dir versprechen. Ja, nee, wahrscheinlich habe ich auch doof erklärt. Ja, weiß aber ich besser nicht. Kann ich nicht erklären. Das ist kein Schwert, das ist ein Messer. Ist Wand? Kommt. Wand? Wand? Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Wand? Oh! Ich sagte ja Gott sei Dank eigentlich früh genug Bescheid, sodass du meistens noch so ein... Aber ich habe dann auch 2-3 Sekunden Fußweg, so ist das nicht, gell? Ja, ja, aber ich sag dir Bescheid, da hast du noch, wenn ich laufen würde, 4 Sekunden Zeit, wenn ich das laufen würde. Deswegen passt das. Auch nicht, oder? Bis dato nicht. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wirklich gleich wahnsinnig, ganz ehrlich. Dann sollen wir das Ganze in der nächsten Folge weitermachen. Wie lange soll das noch gehen? Weiß ich nicht. Ich nehme jetzt auch die unmöglichen Dinge in die Hand. Zieh immer zwischendrin schön die Wand. Oh, das ist gut. Also eine Auskerbung, weißt du, was ich meinte dann? Das Schwert wird an der Stelle kurz, zackig, breiter. Ja. Gut. Kann ich das eben wieder wegwerfen? Das wird unten, das ist minimal, das ist nicht ganz viel. Das ist an einer Seite so, als wenn es unten so 2 kleine Zacken hat. Mehr ist das nicht. Aber auch wirklich nur ganz klein. Vergiss das, an beiden Seiten. Sehe ich gerade, da war Schild drüber. Ach. Aha. Gerade von der anderen Seite geguckt. Jetzt, ja, dann habe ich es jetzt. Gut. Ja, das war's. Errungenschaft. Also beide doof. Brenzlige Situation. Okay. Checkpoint reached. Die Kommentare gehen dann doch auf dein Konto. Nee, auf beide. Auf beide. Scheiße zugehört und Scheiße erklärt. Ja. Puh. So, Überlänge. Und zwar XXL Extreme hier, ne? Hörst du auch was? Meine Tür ist zu. Hinter mir. Ja, ich höre was. Ja, so richtig höre ich noch nichts.
Bei mir hat gerade irgendwer gelabert. Das ist schlecht. Ja, Sani, ich würde aber sagen, wir hören jetzt doch mal mit der Folge auf, weil wir sind ja jetzt doch sehr, sehr, sehr... Ja. Sehr, sehr, sehr lange unterwegs gewesen. Macht Sinn. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, gell, schreibt uns mal was Nettes in die Kommentare. Wir freuen uns, der Sani bestimmt auch. Genau. Däumchen hoch ist auch immer ganz nett. Ja. Und, ja, noch schöner wäre es, wenn ihr dann auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und dann wird es bestimmt ein bisschen besser klappen bei uns, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt schon peinlich. Auf jeden Fall. Oder? Erbärmlich? Ja. Wie wollen wir es nennen? Doof. Doof. Das allumfassende und alles erschlagende Adjektiv doof. Für uns. Ne? Stimmt. So ist es. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.